Kohlenstoffchemie beeinflusst unser Leben Tag für Tag. Doch die allerwenigsten Menschen nehmen diesen Umstand überhaupt wahr. Zum Beispiel wäre ein Einkauf im Supermarkt ohne Kohlenstoffchemie nicht möglich. Denn Verpackungen, Nahrungsmittel, Pflegeprodukte und viele alltägliche Gebrauchsgegenstände bestehen aus Kohlenstoffverbindungen. Schaut man sich die Produkte an, welche aus Kohlenstoff bestehen, dann stellt man schnell fest, dass unser Leben ohne diesen Stoff fast nicht möglich wäre. Die Formeln sind unterschiedlich, doch der Grundbaustein ist der gleiche. C wie Kohlenstoff. Das Gebiet der organischen Chemie umfasst alle Verbindungen, die der Kohlenstoff mit sich selbst und anderen Elementen bildet. So ergibt sich zum Beispiel die Formel R2COO für Seife, C2H3Cl für den Kunststoff PVC und CH4 das Gas Methan. Kohlensäure, die jeder vom Einschenken frischer Sprudelgetränke kennt, hat die Formel H2CO3. Kohlenstoff kann jeder mit einem einfachen Versuch selbst herstellen. Dazu benötigt man eine Kerze, Feuer, ein Stück Glas und eine Zange zum Halten des Glases. Hält man das Glas über die Flamme der Kerze, so entsteht schnell eine schwarze Ablagerung auf dem Glas. Kohlenstoff. Der Grund dafür ist ein chemischer Prozess. Normalerweise verbrennen Kohlenwasserstoffe und andere organische Stoffe vereinfacht gesagt zu Wasser, H2O und Kohlenstoffdioxid, CO2. Ist zu wenig Sauerstoff vorhanden, kann der Kohlenstoff nicht zu CO2 weiterreagieren und bleibt als fein verteilter Ruß am Glas zurück. Schon immer war der Mensch ein Forscher, ein Entdecker und ein Entwickler. Friedrich Wöhler wurde 1800 in Frankfurt-Main geboren und studierte Medizin und Chemie. Später lehrte er als Professor an der Universität Göttingen. Er zählt heute zu den Pionieren der organischen Chemie. So konnte Friedrich Wöhler durch ein vereinfachtes Experiment im Jahre 1828 die Theorie widerlegen, dass nur eine lebende Zelle organische Verbindungen aufbauen kann.